hat heute auch den amerikanischen Impfstoff Moderna zugelassen. Damit kommt neben dem von BioNTech/Pfizer ein zweiter Impfstoff auf den Markt und steht offenbar schon nächste Woche zur Verfügung. Dennoch wird hier weiter heftig diskutiert, warum die Impfkampagne gegen das Coronavirus so schleppend anläuft. Christiane Hübscher mit Einzelheiten aus dem Kabinett. Wir vertrauen uns, sagt Spahn also über sein Verhältnis zur Bundeskanzlerin. Ist er damit jetzt aus der Schusslinie raus, Shakuntala Banerjee, oder steht der Gesundheitsminister weiter unter Druck? Danke für Ihre Einschätzung, Shakuntala. Impfen, das ist der wohl noch lange Weg aus der Corona-Krise. Die aktuelle Datenlage ist wegen der Feiertage noch immer nicht vollständig zu überblicken. Aber schauen wir auf die neuen Zahlen. Das Robert-Koch-Institut zählte 21.237 positive Corona-Tests. 1019 Menschen starben an oder mit Covid-19. Mehr als 1,3 Millionen Impfdosen sind in Deutschland bereits verteilt. Knapp 370.000 Menschen erhielten ihre erste Impfdosis. Das sind 0,44% aller Deutschen. Relativ erfolgreich läuft die Impfkampagne in Mecklenburg-Vorpommern. Dort liegt die Quote bei 1,12%. Anja Kapinos. Die Verlängerung des Shutdowns stellt bislang kaum jemand in Frage. Dafür sind die aktuellen Infizierten- und Totenzahlen einfach zu hoch. Über eine neue Regel aber gibt es hitzige Debatten. Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit auf einen Radius von 15 Kilometer in Corona-Hotspots. Also in Gebieten mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 200 Infizierten je 100.000 Einwohner. In Sachsen haben sie damit bereits Erfahrung. Anselm Stern berichtet. Neue Beschränkungen führen zu neuen Problemen. Da sind sich viele Eltern einig. Denn die Verlängerung des Shutdowns an Schulen und Kitas bis zum Monatsende stellt viele vor Betreuungsprobleme. Nach den neuen Beschlüssen gewährt der Bund pro Elternteil 10 zusätzliche Tage Kinderkrankengeld. Für Alleinerziehende sind es 20 Tage. Das soll auch dann gelten, wenn Kinder wegen Kita- oder Schulschließungen zu Hause betreut werden müssen. Nicola Albrecht berichtet aus Brandenburg. Neue Beschränkungen für alle, zu wenig Impfstoff. Um beides geht es in einem ZDF-Spezial gleich hier im Anschluss. Und in unserer Die vielbeschworene Freiwilligkeit hat bis heute nicht dazu geführt, dass mehr Frauen in Führungspositionen gelangt wären. Nun soll es ein Gesetz richten. Die Bundesregierung hat heute eine Mindestquote für Frauen in Vorständen von börsennotierten Unternehmen festgelegt. Konkret, bei mehr als 3 Mitgliedern muss eine Frau mit in den Vorstand kommen. Bundesfrauenministerin Giffey spricht von einem Meilenstein für mehr Frauen in Führungspositionen. In die USA. Dort entscheidet sich mit den Stichwahlen in Georgia, wie einfach oder schwierig das Regieren für den gewählten Präsidenten Joe Biden wird. Bislang haben die Demokraten um Biden nämlich nur im Repräsentantenhaus die Mehrheit. Um ihre Politik durchzusetzen, fehlen ihnen in der zweiten Kammer im Senat noch 2 Stimmen. Die könnten die beiden Demokraten aus Georgia liefern. Ines Tramps. Tja, Elmar Thewissen in Washington. Dennoch sieht es ja recht gut aus für die Demokraten dort. Oder wie schätzen Sie das Wahlergebnis in Georgia ein? Wie wir gerade gehört haben, sind Trump und etliche Republikaner mit ihm weiter nicht bereit, demokratische Ergebnisse anzuerkennen, oder? Aufregende Zeiten. Vielen Dank, Elmar Thewissen. WikiLeaks-Gründer Julian Assange muss vorerst im Gefängnis bleiben. Ein Gericht in London lehnte einen Antrag ab, ihn auf Kaution freizulassen. Die Begründung: Fluchtgefahr. Hongkong erlebt gerade die größte Festnahmewelle, seit das umstrittene Sicherheitsgesetz in Kraft getreten ist. Die Polizei nahm mehr als 50 Mitglieder der Demokratiebewegung fest. Begründung: Sie seien verdächtig in das Verbrechen eines Umsturzes oder der Einmischung verwickelt zu sein. Die deutsche Regierung kritisierte die Festnahmen als besorgniserregend. Stefanie Schöneborn. Die FDP macht sich bereit für ein spannendes politisches Jahr. Gleich 6 Landtage und der Bundestag sollen 2021 neu gewählt werden. Parteichef Lindner will die FDP aus ihrem langen Umfragetief herausführen. Wir wollen mitregieren, sagt er. Und definiert beim traditionellen Dreikönigstreffen der Liberalen ambitionierte Ziele.
Das Treffen findet diesmal digital statt. Sven Klaas. Am Sonntag geht es noch mal gegen Österreich, noch ein Sieg und das EM-Ticket wäre gebucht. Das wäre schön. Mhm. Ja, danke. Zum Schluss haben wir noch die Lottozahlen. Winterliche Aussichten gleich von Katja Horneffer. Besonders im Norden bleibt es glatt auf den Straßen. Im Süden zeigt sich morgen auch mal kurz die Sonne. Das war's von uns. Danke für Ihr Interesse. Marietta Slomka erwartet Sie um 21.45 Uhr zum Heute-Journal. Und wir sind morgen wieder für Sie da, Punkt 7. Einen schönen Abend wünschen wir. Tschüss.